Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es um das Thema Fugazi-Sneaker. Los geht's! So Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Wie im Intro schon gesagt, heute geht es um das Thema Fugazi bzw. Bootleg-Sneaker. Und das ist nämlich der Hauptüberbegriff dazu. Ich nenne das aber in dem Video einfach mal Fugazis, weil es viel, viel einfacher auszusprechen ist. Und ich sag mal, die ganzen Kids nennen das Ganze ja auch Fugazis. Und ja, dazu gibt es auch anscheinend diese passende Brand. Ich habe das Thema schon mal bei einem anderen YouTuber in dem Video gesehen, aber ehrlich gesagt ist mir das Thema erstmal aufgefallen, und zwar bei dem YouTuber Ray J. Mia, dem ich schon etwas länger auf YouTube folge, und er macht eigentlich ganz, ganz coole Videos. Das ist so ein bisschen Vintage-Shopping etc., hat einen sehr coolen Stil, und er ist ein etwas kleinerer YouTuber, also jetzt nicht riesig groß, aus New York, und der hat zum Beispiel seinen eigenen Bootleg-Sneaker bzw. Fugazi rausgebracht dieses Jahr mit der Freiheitsstatue oder Seite und hinten an der Ferse so die Silhouette von der von Manhattan quasi, und es ist ja nice umgesetzt. Und ich dachte mir, ich wusste noch nicht genau, was ich mit dem Thema anfangen kann, aber ich sehe das immer öfters, und ich habe es, wie gesagt, auch in einem anderen YouTube-Video gesehen, dass das Ganze gerade in Amerika wirklich krass abgeht, und ja, anscheinend schwappt das Ganze jetzt auch hier rüber, weil wenn so jemand wie Justin sich damit quasi auseinandersetzt, wird das jetzt ganz, ganz viele Aufmerksamkeit bekommen und ganz, ganz viel Kids interessieren. Deswegen dachte ich, reden wir einfach mal im Video darüber, und ich zeige euch mal ein paar Varianten. Ehrlich gesagt gibt es das Thema Bootleg bzw. Fugazi schon eine halbe Ewigkeit, eigentlich fast so lange, wie es den Jordan 1 gibt, und ich glaube, da gab es auch, ehrlich gesagt, den ersten Fugazi überhaupt, und das ist der Cavalier Chicago One, der im Prinzip 1:1 aussieht wie der Jordan 1 Chicago von damals, nur das Nike-Zeichen wurde verändert. Und ja, ich finde es sehr interessant. Auch diese Schuhe haben heutzutage einen immensen Wert. Also wenn man an sowas rankommt, die sind wirklich schweine teuer. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Markt. Und gerade aktuell, wie gesagt, in Amerika, und man sieht es ja auch beim Justin, dass dieses Thema auch gerade wirklich trendy ist, wirklich viele Leute interessiert und viele Varianten gibt. Die Variante, die er sich zum Beispiel geholt hat von Fugazi selber, beziehungsweise One in the Chamber, ist eine sehr, sehr coole Variante, weil im Prinzip wurde der Jordan 1 Neutral Grey, der übrigens nächstes Jahr auch wieder released wird, angeblich abgerippt, und dann wurde er geändert mit der Pistole an der Seite, Einschusslöcher, andere Schnürsenkel etc. Aber ich finde es sehr, sehr nice, und ich finde es auch cool umgesetzt ist, weil der Schuh eigentlich eher an den 1985er Jordan 1 interessiert, als die Modellvarianten, die man jetzt bekommt. Denn wenn man sich so einen Jordan 1 einfach mal anschaut, die sind von der Silhouette ganz, ganz anders heutzutage als die wirklichen OG Jordan 1, die es damals gab. Da gab es schon von verschiedenen Re-Releases immer wieder den Aufschrei, dass das Ganze geändert wurde. Und ja, das macht das Ganze auch ein bisschen interessant, weil ich finde es sehr cool umgesetzt, sehr coole durchdachte Konzepte. Auch jetzt der Schuh, oder ich blende euch mal andere Varianten ein. Nicht jedes davon ist mein Geschmack. Wie man auch hier sieht, jetzt ob es die Royal-Variante ist, in so Lack mit dem Blitz drauf, weiß ich nicht genau, ob sowas mich interessieren würde. Mich würde generell so ein Schuh einfach mal interessieren, wie er sich anfühlt, wie er sitzt, ist er so komfortabel, etc. Finde es wirklich sehr nice, und ich finde, worauf es ankommt, ist eigentlich die Schuhsilhouette, und die ist im Prinzip 1:1 wie beim Jordan 1, und das finde ich eigentlich nicht verkehrt. Lasst mich natürlich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr dazu denkt. Es ist eigentlich ein Thema, wenn man darüber nachdenkt, dass es schon etwas länger gibt. Also jetzt nicht nur diese Oldschool-Fugazis, aber wenn ihr zum Beispiel Air Force One nehmt, ein Babestar ist auch ein Fugazi von einem Air Force One. Einfach 1:1 der Air Force One gerippt, und da wurde dann damals dieser Stern drauf gemacht, dieser Blitzstern, und ja, das wurde auch genauso geduldet, ne? Also, und man muss nicht darüber reden, Babestars sind heutzutage wirklich mega im Trend, gibt es immer wieder zu kaufen, und warum sollen solche Sachen nicht auch releasen? Ja Leute, das war es an der Stelle. Wie gesagt, ist ein heikles Thema. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, sieht nice aus. Ich weiß nicht genau, ob ich mir sowas kaufen würde, aber im Prinzip, die Schuhe sind schon sehr nice gemacht. Und gerade auch so Colorways wie Neutral Grey, und ich habe euch das vor Monat mal gesagt, so quasi mein Grail ist eigentlich der Neutral Grey Jordan 1. Finde ich sehr nice gemacht. Und ja, ich bin gespannt, wie sich der Trend entwickelt, ob das Ganze auch vermehrt nach Europa rüberkommt.
aber aktuell, wie gesagt, kriegt ihr die Schuhe meistens in Amerika. Es gibt natürlich auch schon Meme-Fotos, dass man so, so ein Jordan 1 Silhouette mit eurem Logo auf Alibaba kaufen kann. Ich blende euch das Ganze mal hier auch ein. Ist eigentlich ganz funny und ja, lasst mich gerne in den Kommentaren darüber wissen, was ihr darüber denkt. Ich finde es ein sehr interessantes Thema und ich finde es auch wirklich cool eigentlich, dass er sich sowas geholt hat jetzt und das ganze Thema hier so in Europa, in Deutschland so ein bisschen aufmacht. Diese ganze Custom, Vintage etc. ist für mich einfach ein Trend, den ich wirklich bei mir auch sehe. Ob ich mir sowas kaufen würde, weiß ich wahrscheinlich nicht. Ich finde es nice to see. Ich bin einfach gespannt. Ich will jetzt auch gar nicht lange drum herum reden. Deswegen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Vergesst wie üblich nicht ein Abo und ein Like dazu lassen. Und ich denke, dann sehen wir uns morgen wieder. Peace, Leute. Ciao.